Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Mod-Vorstellungsvideo mit dem lieben Andreas und Matthias. Hallo. 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 Ja, ihr sagt doch jetzt, was heißt denn lange nicht mehr gemacht? Ihr habt doch gerade erst vor kurzem die Weinproduktion auf der Hof vorgestellt. Das stimmt, aber das Video liegt von uns aus eine ganze Zeit zurück. Aber ihr seht es ja auch hier schon im Hintergrund, ne? Hirschfeld Logistics. Und das auf der Hof. Ich glaube, so viel können wir schon mal verraten. Aber Andreas, erzähl doch mal weiter. Was hast du hier gemacht und warum stehe ich jetzt hier? Ja, also warum du hier stehst, liegt einfach daran, dass diverse Leute schon vor Release gejammert haben, oh Gott, Hof ohne Logistik-DLC geht ja gar nicht. Bitte. Ja. Ja. Großartige Leute, da muss man nochmal festhalten. Ganz tolle Leute sind das, die da so reagiert haben. Ich mag euch. Die haben dann auch genau den richtigen Punkt getroffen. Ich habe mir dann also abends hingesetzt, habe mir den Kopf zerbrochen, wie man das am besten machen kann, dass es halt auch direkt für die Hof funktioniert und nicht wieder alles an Standard-Fill-Types mit da reinschwemmen, weil wir haben ja keine Standard-Fill-Types. Also das ist immer so ein, ne, so ein Balanceakt für mich. Ich muss dann immer gucken, dass ich das so ein bisschen laufen kriege. Und da haben wir so die ein oder andere Überraschung noch für euch, auch im Logistik-DLC. Mal später zu. Der Mario macht natürlich jetzt das Video mit euch. Wir zeigen euch das, was wir wo, wie mit eingetragen haben. Es gibt keinen zu neuen Gebäude, das ist schon mal gleich klar. Ne? Es ist das normale Logistik-DLC, wie ihr es auch für Standard-Maps kennt. Klar, ihr könnt es euch umtragen, habe ich euch ja aber erklärt. Hier ist aber alles für die Hof drin. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal das ist ein neuer Download. Ja, definitiv. Das ist ein extra Logistik-Pack für die Hof. Das ist im Grunde wie das Cargo-System für die Hof speziell. Okay. Das heißt dann auch richtig Logistik-DLC Hof 22. Also ihr merkt da schon, dass das ein Unterschied ist. So, bitte. So. Natürlich, wir haben zum Beispiel... Ja, wo fangen wir denn an? Wir könnten mit den Ballen anfangen, das ist relativ einfach. Wir haben ja auf der Hof Klee und Luzerne. Also musste Klee und Luzerne hinzu. Andererseits, wir haben keine Baumwolle, Baumwolle raus. Ne? Das sind halt immer so Sachen, man muss halt den passenden Weg finden. Ballenlager ist hier drüben. Hol mal einen LKW. Ja, Mario kann ja auswerfen, Ballen sind ja drin. Wir haben ja hier schon getestet und ja, ne? Mario kann ja auswerfen. Es ist jetzt nicht allzu viel drin, aber es geht halt in allen Variationen. So, wir haben es hier schon. Ne? Ich habe hier jetzt Klee frisch, ich habe Luzerneheu und Gras und dann geht wieder Klee frisch und Luzerneheu. Wir machen mal Klee raus. Pass auf. So. Ballenart auswählen. Wir nehmen einfach, also das kennt ihr schon, die Auswahl an möglichen Ballen. Da brauche ich euch jetzt nicht alles immer erklären. Aber wir nehmen mal hier die großen Rundballen und wir nehmen mal einen. So, wieder. Ich habe hier einen Ballen rausgeladen. Und da seht ihr auch unten in der Ecke, ne, das ist hier. Seht ihr die Anzeige von dem Ball? Nee, ich muss hier hin. Ich bin hier schon genau richtig. Kleefrisch, da oben Ballen und da unten Ballenlager, der Inhalt. Ach so. Ich wollte ja nur zeigen, dass man Matthias sagen, dass er halt näher ran muss. Ach so. Matthias, du musst näher ran zum Aufladen. Ja, hatten ja. Funktioniert ja. Wir wollten halt nur zeigen, dass es auch mit dem Cargo-System geht, dass man von der Rampe nimmt, ne? Ach so, willst du noch mehr haben? Nö, auch nicht. Erreicht, ne? Wir wissen ja, wie gesagt, es geht. Also du musst halt schon nah ran an die Rampe, aber du kriegst es auch runter mit den jeweiligen Wechselbrücken und Aufliegern. Mehr so. Brauchen wir ja dazu eigentlich so jetzt nicht zeigen. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir den weiter. Schüttgutlager, wa? Ja, du musst halt sagen, ich habe ist dein Plan. Ja, ich gehe schon. Ich hab keinen Plan, ich habe nie einen Plan. Immer planlos. Wir haben bei Schüttgut jetzt eine ganze Menge eingetragen. Hier kriegt man zum Beispiel auch CCM, Maiskornschrot. Alles, was eigentlich so Bulk ist, kriegt man hier rein. Wir haben auch die Silage zum Beispiel hier reingeschrieben. Die war ja vorher in dem Schüttgutlager drin. Hat aber einen anderen Grund, seht ihr dann gleich im Anschluss. Also, hier ist jetzt die Silage drin?
Ja, hier kannst du jetzt Silage Okay. und Roggen. Also wie gesagt, die normalen Getreide und auch CCM und sowas ist jetzt alles hier mit drin. Okay. Ich schreibe aber noch eine Liste dazu, wo, wenn wir den Mod so rausgeben, was in welchem Gebäude drin ist, dass ihr ungefähr wisst, ne? Also meine PDF ist gut angekommen, deswegen werden wir euch da wieder ein paar Sachen an die Hand geben. Okay, also es gibt wieder eine PDF-Datei. Nö, ich will es wahrscheinlich in die Mod-Beschreibung mit reinschreiben. Es ist ja Okay. nur nicht weltbewegend, aber Ja, dann kann genau. man halt zur Not da gucken, wenn man es nicht mehr weiß. Also, ne, bei hot-hq.de zum Download. Der Link natürlich in der Videobeschreibung. Ne, der wird wahrscheinlich, also wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich gehe davon aus, der kommt unmittelbar zum Video wahrscheinlich, ne? Nach Video, ne? Ja. Also so wie wir es meistens Chaos? machen, nach dem Video kommt dann der Download. Genau. Wir sprechen das noch ab dann. Genau. Also müsst dann nicht wieder 3 Wochen warten, keine Sorge. Was denn? Ja, Will Matthias dich nicht kriegt es nicht enttäuschen, hin. aber ich habe Silage geladen. Lad mal ab. Aber reingehen. Ja, immer mit den Spielzeuganhängern kommen. Du, es fährt keiner mit dem Dreck auf so ein Silo. Haben wir schon mal erzählt. Ja, keine Ahnung, was du wieder gemacht hast, Matthias. Genauso wie du jetzt Der den Matthias, Lavus gesperrt hast. die arme Socke. Der Matthias ist Ja, schon. der kriegt's hier immer. Der kriegt's hier immer, der arme Matthias. Ja, Andreas, das wird nicht besser damit, wenn du jetzt vorwärts und rückwärts fährst. Ja, ich weiß, das ist mir schon klar. Aber ne, irgendwie. Boah. Jetzt hat Andreas was anderes geladen. Aber, liebe Leute, ihr könnt euch sicher sein, Ja, ich gucke es mir natürlich nochmal, natürlich klar. guckt Andreas sich das an, dann geht auch Silage da rein. Der Plan ist, dass das Silage reingeht, dann wird das da auch reingehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja, vielleicht habe ich es wirklich schon gemacht. Also es Ihr, war liebe krasser Shit. Zuschauer, ihr könnt jetzt wirklich hingehen und sagen, wenn ihr das, ne, kurz nach dem Video runterladet und dann installiert und gesagt habt, ja, geht doch, was machen die denn da? Hey, funktioniert doch. So, bitte. Ja, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr es ausprobiert habt. Dann schreibt ihr hier rein, Hashtag funktioniert doch. Ja. Es kann wirklich sein, dass ich es wirklich vergessen habe, aber Streusalz und sowas war ja vorher schon drin. Ich lasse jetzt mal zum Beispiel CCM hier raus. Ihr seht es, es ist mit drin. Und das wird mit der Silage auch passieren. Also, ja, und wie gesagt, ich schreibe euch eine Liste, was wo reingeht. Und ja, Turmsilo halt. Die Literzahl habe ich jetzt nicht erhöht, obwohl mehrere Sachen reingehen, aber das sollte nicht das Problem sein. Es ist ja genug Platz, zur Not baut er noch Ich eins. wollte gerade sagen, wenn man das baut, dann kann man ja noch eins bauen. Am besten auf der Hof ist ja auch tief in den Bergen, ne? Baut das Logistikzentrum mal bitte irgendwo in den Bergen. Das wird großartig. Bitte schickt uns aber Fotos. Ich möchte auf jeden Fall Screenshots haben. Für die das wirklich nicht hier unten im Tal machen, sondern wirklich irgendwo auf der Karte verteilt. Bitte schickt uns Screenshots davon. Ich Machen glaube, Sie das das, ist bis ich mir die, einen anderen Such zum Videos ich mache. glaube, das ist wirklich die große Kunst, das Logistikzentrum wirklich weiter oben auch mal zu platzieren. Also, nee, Andreas, ich glaube, das geht auch schön, aber da muss man im Landscaping schon echt richtig gut unterwegs sein. Glaube ich. Ja, wie gesagt, aber da haben einige gesagt, da sind sie nicht so, so gut unterwegs drin. Habe ich jetzt öfters gelesen, aber ja, also ich weiß, es gibt einige, die können es gut. Ich gehöre da nicht zu, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich lasse mich überraschen, wie gesagt, die Bilder. Ich würde aber euch vor oder euch raten, baut es nicht unbedingt unter die Hochbrücke, es könnte sehr eng werden. Ja, Matthias, nimmst du den Drecker mit, weil wir haben ja sonst wieder keinen Kipper hier. Er kommt dann mit dem kleinsten Kipper um die Ecke, den er findet. Hat ja funktioniert, hat ja funktioniert. Ach, Okay, okay. also da im Hochsilo auf jeden Fall ein paar neue Sachen eingetragen und in der Liste werdet ihr die sehen können. Schüttgut. Wir gehen jetzt mal ins Schüttgutlager. So, und jetzt kommt der Grund, warum hier keine Silage mehr reingeht. So, erstmal habe ich halt an die Hof auch hier hinten diese Bildchen angepasst, ne, dass die Ah. gleich sind, ja, mit den Hardfiles. Sonst kriegt ihr ja Probleme, beziehungsweise wisst ihr ja nicht, was was ist.
Der Matthias hat aber wahrscheinlich hier so wenig eingebunkert, dass er sich noch nicht mal eine Plane sieht beim Testen. So, auf jeden Fall, hier sind die Tüften, also die Kartoffeln, hier sind die Zuckerrüben. Hier haben wir Hackschnitzel, würde ich sagen. Ja, hier sind Hackschnitzel drin, genau. So, hier haben wir Zwiebeln. Ja, richtig. Hier sind die Zwiebeln reingekommen. Hier war vorher Zuckerrohr drin. Haben wir auch nicht auf der Map, ne? Ist klar. Hier gibt es kein Zuckerrohr. Nein, hier gibt's. Jetzt höre ich sofort auf, die zu spielen. Ja, das war Spaß. Das sind Zuckerrübenschnitzel. Das sind Zuckerrübenschnitzel. Guck mal einer an. Ja, und hier hinten sind dann die Karotten. Möhrchen, nimm mal lieber die Möhrchen. Also immer die Möhrchen. Also wie gesagt, Kennst du das von Gollum? Diese, wo der es gibt auch beim Herr der Ringe diesen Fiesling, der immer mit sich selber spricht, der ja, so ja. Schizophren ist. Und dann hat er so eine Szene, wo der ein liebe Gollum spricht, der andere böse. Und es gibt so eine Satire dazu. Und dann sagt er sich gegenseitig, du darfst keine Frikadelle mehr essen, du bist jetzt Vegetarier. Er sagt er, nein, ich bin kein Vegetarier. Ja, du darfst nur noch Möhrchen essen. Herr Matthias, ich will dich jetzt nicht schocken, ne? Aber weißt du, wie lange du brauchst, bis hier die Plane sichtbar ist? Bis 150.000 Liter. Oh, läuft doch, ne? Ja, du bist aber erst bei 36, also das wird ja nichts mehr. Das wird schon. Wir können ja, wir lassen Matthias da weitermachen, dann gucken wir uns noch was anderes an und dann gehen wir nachher gucken, ob es hier Möhren gibt. Nein, abgelehnt. Wie abgelehnt? Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, unten im Links, es ist ja drin und die Plane erscheint dann auch, aber da passen pro Bucht 1,5 Millionen, bis da mal eine Plane sichtbar ist, der kippt sich zu Tode da, das ist Blödsinn. Ne? So, also, ja, dauert ein bisschen, wie gesagt, Matthias soweit ist. So, meine lieben Zuschauer, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 25 Jahre. Komm, so groß ist das Logistik-DLC auch nicht. Nee, aber bis Matthias das alles vorgeschüttet hat. Ich hol mal ein Fahrzeug, ne? So, hier, Flüssigkeiten ran, da. Ja, ich hol mal ein Fahrzeug. Da sind ja welche drin. Oh ja, aber nur eingefüllt, was da reingeht. Aber nur ein paar. Guck mal, hier, Matthias, so wird aufgefüllt. Andreas hat mal eine volle Liste gemacht. Ja, das ist alles drin, was reingeht. So, liebe Leute, da habt ihr Biodiesel, Herbizide, Melasse, Gärreste, Siliermittel, Gülle, Milch, Frittieröl, da geht es los. Frittieröl, Ethanol, Tierfett, Diesel, also nicht nur Biodiesel, sondern auch Diesel. Gemüseabfall geht hier rein. Trester, Kukrafutter, Kartoffelabfall, Treberschrot. Ja, also es ist praktisch das drin, was in die Tankwechselbrücke und in die Silowechselbrücke geht. Okay. Du hast ja auch die Silo-Wechselbrücke. Mhm. Zum Beispiel auf dem anderen LKW jetzt gerade. Ja, wie gesagt. Und da jetzt noch ein Silo-Lager zu bauen, ist ja eigentlich unnötig. Ja, ja, aber die Gebläse von Hirschfeld Logistics können das locker. Ah, eben. Da sind, das ist halt das ein Flüssigkeiten-Schrägstrich Silo-Lager fertig. Das ist nämlich so, dass die Gebläse auch Pumpen sind. Also die kann man umswitchen. Einmal sind Pumpen, das andere sind Gebläse und dann haut das schon hin. Ja, genau. So, bitte. Damit ihr das auch nochmal seht. Die haben dann auch nochmal extra Hot Power, ne? Und ja. Ihr seht gerade Kuhkraftfutter am Reinfüllen. Sagt er sich einfach so. Ja, aber das ist ja offensichtlich jetzt. Gut, also. Hier gehen jetzt Flüssigkeiten und eben Silo. Weil das ist halt Silo, Schüttgute sind ja auch nicht, ne? Silo. Silo-Bulkzeug. Halt das Zeug, was in den Silos hin und her gefahren mit Kraftfutter gedünnt, also das ganze feine Zeug so. Ja, genau. Das geht hier auch rein. So, Mario, magst du mal einsteigen? Dann fahren wir mal gerade vor zur Tankstelle. Ach, klar, gar kein Problem. Dann fahr mal los, mein Freund. Matthias kann ja mit dem anderen LKW hinterherkommen, wenn er möchte. Ich hätte jetzt schon mal mit dem Anhänger geholt. Nein. Was? Da war eine Bodenwelle. Andreas ist weg. Jetzt weg. Was? Ich sitze hier alleine. Der LKW fährt autark.
So, darfst du mal aussteigen und machst mal hinten da die Klappe von dem Dings da auf, ne? Nicht vom LKW, von der Tankstelle da. Ach hier, die meinst du, ja. Mach doch mal die Klappe auf, Mensch. Ja, will ich doch auch. So, bitte, geht auf. So, und ich habe ja eben Biodiesel geladen. Ich weiß nicht, Mario, ob du das zeigen magst. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass ich Biodiesel geladen habe. Warte, ich guck mal eben. Ja, Biodiesel wird angezeigt, sehe ich. Läuft raus. Biodiesel geht jetzt praktisch auch hier in den Tank und ihr könnt dann vorne ganz normal tanken. Also, ne? Weil wir hier eine Biodieselfabrik haben. Für alle, die jetzt noch nicht so in der Hof drin sind, ist ja noch nicht so lang da. Mir passt nicht rein. Ich hatte nämlich schon zum Testen gefüllt. Also die Tankstelle wäre jetzt voll und ihr könnt ganz normal eure LKWs tanken. Okay, das heißt aber auch, die Tankstelle unterscheidet jetzt nicht mehr zwischen Diesel und Biodiesel. Ich kann hier beides reinfahren und dann kriege ich halt Diesel raus, ne? Richtig, genau. Gut. Tipptopp. Und hinzugekommen ist natürlich das digitale Display. Ne? In dem Fall habe ich gesagt, okay, mache ich. Vorher war da nämlich nur so ein Balken. Habe ich jetzt ausgetauscht, ausnahmsweise mal. Oh nein, alles verändert. Das ist nicht alles verändert. Nur besser gemacht. So, das heißt, liebe Zuschauer, ob ihr das Richtige... ob ihr wirklich das richtige DLC drauf habt, seht ihr, wenn hier kein Balken geht. Ja, genau. Ne? Ja. Achso, den machen wir mal aus hier. Ja, bitte. Ist ja so laut alles. Und dann haben wir ja hier drüben dieses kleine Lager. Ja, das ist doch das All-in-One-Lager. Ja, All-in-One ist es aber nicht ganz. Wir haben keine Palettenwaren drin. Also du kriegst hier zwar CCM, also Schüttgut rein und Tank und so und auch Gras und sowas, aber dann haben wir aufgehört. Okay, also Paletten gehen nicht rein? Keine Produktionsgüter von uns, gar nichts. Ja. Aber dafür ist es einfach zu klein. Ihr könnt da drin eure Paletten austauschen. Was es so an Paletten gibt, könnt ihr gerne machen. Aber wir haben kein Palettenlager eingetragen. Wir haben keine Sachen für aus Kühlgut oder aus, also eine Non-Food-Wechselbrücke haben wir alles nicht eingetragen. Wäre ein Mega-Aufwand gewesen. Vielleicht kommt das noch. Also ne, irgendwann, aber weil viele halt jetzt das Logistik-DLC haben wollen, habe ich gesagt, gut, wir machen es erstmal so weit fertig, dass es auf jeden Fall funktioniert. Vielleicht auch für euch der Hinweis, liebe Zuschauer, das war so ein bisschen das Startgebäude. Wenn ihr mit Logistik anfangen wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, halt relativ viel Zeug reinzubringen. Hier geht Flüssigkeit rein, hier gehen Bulkwaren rein. Und das war eben der Vorteil, wenn ihr nicht die ganz großen Dinger direkt zum Start setzen wolltet, dann konntet ihr hiermit anfangen. Und absolut sinnvoll, Paletten, ne, wie Andreas schon sagte, könnt ihr hier natürlich über die Rampen reintragen, reinfahren, auf einer Seite wieder raus, irgendwo anders reinfahren, aber es gibt kein Lager in dem Sinne. Ja, und mit Ballen sieht es genauso aus. Ihr könnt zwar lose das Gras, das Heu, das Klee reinschütten, könnt es wieder rausnehmen, aber halt nicht als Ballen. Ne? Einlagern und als Ballen auslagern geht nie, ist kein Lagersystem drin. So, hier, ne? Also ihr könnt es hier abstellen. Ja, genau. Wenn ihr das wollt. Ihr könnt es hier abstellen natürlich, auch in der Mitte. Also hier Platz ist hier genug, um das Zeug abzustellen. Aber was ihr eben nicht könnt, ist das hier in ein Lager einlagern und auslagern, das nicht. Aber mit einem Gabelstapler, also für die von euch, die da Lust drauf haben, ist das schon sehr, sehr cool. Und überdenkt auch immer dran, der Überwachungssystem ist mit drin. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, genau. Matthias, was hast du jetzt im LKW da drin? Eier. Vorne wie hinten? Ne, geht ja nicht. Nee, nur vorne. Was hast du hinten drin? Noch nix. Mach mal Honig rein. Ja, genau. Also wie gesagt, das zu dem kleinen Gebäude ist es halt, ne, es ist halt ein wenig kleiner wie viele andere Gebäude hier, aber... Das zu dem kleinen Gebäude. Das ist auch schön. Also das, ja, ihr seht also, in welchen Dimensionen das hier gedacht wird. So, gehen wir mal hier rüber. Und das Gebäude hat eine leicht andere Funktion bekommen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ihr seht schon, hier ist so ein Paletten-Emblem. Mhm. Den gab es früher hier nicht. Gab es früher hier nicht. Also dieses... Oh, aber jetzt kommt's. Wir haben auf der Hof genau 6 verschiedene Paletten, die sich lohnt einzulagern.
Weil der Wein, der zwischendurch rauskommt, den fahrt ihr nicht erst herunter, um dann oben wieder zu verarbeiten. Oder ne, das wäre Blödsinn. Also wie gesagt, wir haben nur wirklich Endprodukte, die zum Verkaufen sind, die hier eingetragen sind. Mhm. Und die gehen als Paletten rein. Aber die könnt ihr natürlich auch ganz normal hier an den Drücker, egal auf welcher Seite, mit dem Cargo-System ranfahren. Also ihr müsst hier nicht unbedingt Paletten handhaben. Der Matthias lädt, glaube ich, drüben gerade Honig aus. Ja, er lädt hier Honig rein, ja. Ja, sind halt 28.000 Liter, die wollen halt auch erst. Ja, mach du das mehr. Ja, mach doch langsam, wir haben noch Zeit. Ja, ist gut. Und hier haben wir auch so einen Trigger. Richtig, das heißt, wenn ihr wirklich mit Paletten spielen wollt, ne, dann dürft ihr halt nicht da vorne mit dem Cargo-System, sondern müsst hier ein anderes Tor und ihr seht ja, der Stapler passt hier rein, hatten wir auch schon mal erzählt, dass das kein Problem ist. Könnt ihr halt mit euren Autoload Fahrzeug auch hier ranfahren und dann könnt ihr hier oben die Paletten einlagern. Sie werden nicht, ich möchte es lieber selber einlagern mit dem Stapler, dann könnt ihr das weiterhin tun. Ne? Also dieses Lager für die richtigen Paletten ist unterirdisch. Okay, gut. Also wie gesagt, das gibt es hier drüben auch. Das haben wir hier drüben, haben wir hier drüben auch gemacht. Also es ist egal, wo ihr welche Palette hinfahrt. Mhm. Weil Eier sind zum Beispiel Kühlgut und alles andere ist ja eher Non-Food. Lässt sich aber nicht anders da handeln. In dem Falle läuft alles ohne Revamp. Wo sind denn jetzt? Vielleicht kommt da noch was. Wo sind denn jetzt meine Paletten hin? Hat er jetzt alle noch reingeschmissen? Ich habe doch zwei ausgelagert gerade, oder? Ja, die findest du aber hier drinnen nicht. Das ist, wenn der Streamer vor dem Modder ist. Ja. Ich habe das mit Absicht nicht hier drinnen gemacht. Also ich hätte es gerne geteilt, geht aber in dem Fall nicht. Ah. Draußen. Ihr könnt die dann hier draußen euch aufladen. Aber ihr könnt auch wieder mit dem Cargo-System in die Flamme fahren und könnt es wieder einladen. Funktioniert mit diesen, mit Honig, Rotwein, Weißwein, Wolle. Ah ja. Und dann, ihr seht es wahrscheinlich, wenn Mario im Trigger steht. Ja, ich sehe die Badewanne. Die 1000 Liter Wanne. Es ist eine 1000 Liter Badewanne drin. Das funktioniert hier auch. Ihr könnt aus dem Platinum DLC die ganzen Paletten hier einlagern und könnt sie wieder auslagern. Einzeln, aber nicht im Cargo-System. Das Cargo-System kann sie nicht. Also da müsst ihr dann mit Wechselbrücken, mit offenen oder mit Autoload-Anhängern Autoload-Brücken, oder ja, genau. Aber es funktioniert. Aber das können die Cargo-Wechselbrücken doch auch, oder? Was? Die Paletten aufladen. Ja, aber kann die aber nicht einsaugen. Nee, nicht das Einsaugen, ja, genau. Wie gesagt, also ich lagere jetzt die Badewanne mal aus. Die ist jetzt da, also das funktioniert hier auch. Da ist ja die Wanne. Ja, allerdings muss ich eins dazu sagen. Es wird das Logistik-DLC in zwei Varianten geben. Einmal für Platinum und einmal für Nicht-Platinum. Weil wenn jemand das Platinum-DLC nicht hat, dann meckern mir die ganzen Fill-Types an. Ah, okay. Gut, also das ist ein wichtiger Hinweis, liebe Zuschauer. Wenn ihr Platinum-DLC, es geht gar nicht darum, ob ihr es habt oder nicht habt, sondern ob ihr es aktiviert habt, ne, in dem Spiel. Das ist ja auch noch wichtig. Also, wenn ihr sagt, ja, ich hab's ja, das ist schön für euch. Ja, das geht ums Aktiviertsein. Aber es muss natürlich aktiviert sein in dem Spielstand. Ja. Da aber auch einige ohne Platinum DLC spielen. Und ja, ich könnte euch auch sagen, es wäre eine Zeile, die aktiviert oder deaktiviert werden müssen. Aber dann sagen wieder ein, ja, das will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, komm her, ich mache zwei Downloads. Ja, nur jetzt keine Mega-Masse hier. Einmal für Platinum-DLC und einmal für ohne Platinum-DLC. So, bitte. So bin ich zu euch. So, aber wenn ihr natürlich, jetzt muss man, also wir wollen ja auch der Vollständigkeit halber alles sagen, wenn ihr das Platinum-DLC nicht haben solltet, habt ihr natürlich auch keine Badwanne. Ja, so, richtig. Bitte. Dann müsst ihr halt ungebadet zu Bett gehen. Ja, aber es gibt hier Bäche und sowas, aber denkt dran, ne? Da fallen ungebadet diverse Fässer drin rum. Ja. Also da gehe ich dann lieber in der Badewanne baden.
Ja, okay. Also die Anzahl derer, die Platinum haben, ist schon relativ hoch, aber der ein oder andere mag halt nicht so viel Holz und kann ich irgendwie nachvollziehen. Bitte? Am laufenden Band. Bitte? Ich bin nicht so ein Holzbaum wie du. Aber Mario, du könntest ja mal die Badewanne eintragen und drinnen mal den Trigger legen, dass auch jeder sieht, dass das funktioniert. Mit dem Trigger und der Badewanne. Nicht, dass wir das einfach da reingecheatet haben. Wir könnten ja auf Ideen kommen hier. Pass auf, dann machen wir das aber auch richtig. Ja, du darfst auch mit dem Stapler fahren. Danke. Ist auch, also, was sie sich da auch ausgedacht haben mit dieser Doppelpalette. Ja, habe ich mich auch schon drüber ausgelassen. Auch wieder großartig. Ja, irgendwie ist das sehr gut. Richtig, sehr gut ist das. So. Matthias, wie ist das, bevor du heute Abend dreckig schlafen gehst, möchtest du dich einmal eben reinlegen, oder? Ja, alles gut, ich war eben. Nein. Ich habe kein Wasser drin. Ja, manchmal reicht er doch schon so. Dann klopfen wir halt ein bisschen auf Matthias drauf, damit er runterfällt, der Dreck. So, läuft. Jetzt ist wieder weg. Andreas? Ja, ich bin hier. Ich bin nur kurz was am Testen. Komm, ich mach mal eben hier den Stapler wieder aus. So. Okay. Da muss ich nochmal rein. Hab's aber gesehen, Matthias. Danke. Mit kommuniziert ihr wieder? Wie kriegen wir, liebe Zuschauer, wir kriegen wieder nichts mit. Das ist wieder Geheimsprache. Ist doch nicht so wild. Die Welt geht doch weiter. Ich sag nur Hashtag Vorführeffekt. Ja, immer so. Ich muss doch irgendwo hier und da mal einen Fehler drin haben, dass ich noch was zu tun habe bis zum Download. Eben. Habe ich auch nicht so gerne, dass du fertig bist mit irgendwas. Also, liebe User, ne? Und das Video drunter schreiben Hashtag Vorführeffekt. Nee, wir hatten schon einen anderen Hashtag. Ja, so. Der ist Mario, magst du einsteigen? Wir fahren dann zum nächsten. Ja, klar. Ich immer steige ich ein. Laufen, tut mir leid. Kein dritten Platz. Noch hier. Fahr ich halt mit einem anderen LKW. Ihr kennt das Gebäude, das war ja mal ursprünglich das Palettenlager, kein Palettenlager mehr. Was? Nein, weil wir haben ja nicht viele Paletten. Und ja, stimmt, die sind jetzt alle in dem anderen eingetragen, genau. Richtig. Und deswegen machen wir jetzt hier einfach nur alles, was bei uns aus den Produktionen rauskommt, könnt ihr hier einlagern und per LKW wieder rausnehmen. Ihr kriegt natürlich hier trotzdem auch Eier rein, ihr kriegt natürlich hier trotzdem auch Honig rein, aber ihr kriegt sie als Palette wieder raus. Okay, aber ich kann sie raussaugen wieder, ne, mit dem Cargo. Du kannst trotzdem da drinnen trotzdem wieder Paletten stapeln. Es gibt ja auch noch Saatgutpaletten und all so ein Zeug, das geht aber hier auch alles rein. Ja. Weil also Saatgut und Dünger ist eigentlich der lose Sachen. Mach doch mal den LKW auf. Schreib euch eine Liste. Mach mal auf hinten, das sieht ja. So sieht ja auch noch was aus, damit man ja gucken kann. Ist jetzt pock, Bier pock, drin. Pock, 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 pock. Du, 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 du. Ja, wie gesagt, wir sind halt nicht so die Palettenfreaks und deswegen halt, ne, mehr Schüttgüter in dem Sinne, also in Anführungszeichen. So, Bier haben wir drin, Dosen Gemüse, Knoblauch, Rindfleisch und Traubenmarmelade ist gerade aktuell drin. Aber du hast ja gesagt, hier geht alles rein, ne? Ja, alles, was aus den Produktionen so kommt, ne? Ja. Also jetzt halt kein Biodiesel, ist ja wieder Tank, ne? Aber zum Beispiel jetzt hier Eier. Könnt ihr hier ruhig ein bisschen auf den Boden laufen lassen, dann riecht das halt gut. Also ist klar, ne? Also wie gesagt, So, und hier müssen wir natürlich auch das Tor wieder zumachen. Ja, am Bauch höher zu. Ja, schließlich ein Kühlabteil, ne? Ja, genau. Da. Haben wir hier wieder zugemacht. Da kannst du dann zum Beispiel einen Gabelstapler drin parken. Zum Beispiel. Oder einen Hubwagen. Oder leere Paletten. Oder, ne, ihr habt ja Möglichkeiten. Alles, was man will. Also. Ich hoffe, ich habe es euch recht gemacht, wie ich es eingetragen habe. Klar, alles super. Verbesserung nach oben hat man immer.
Aber ich weiß, der Mario würde es auf der Hof vielleicht auch gerne spielen. Ja. Ich hoffe, ich kann mir das irgendwann leisten. Das ist das viel Wichtigere. Ja, ich weiß, euch geht es ja nicht so gut. Eben in der Tat. Ja, das wird euch auf der Hof noch ein bisschen länger so gehen. Es wird noch ein paar Monate dauern. Das ist auch ganz gut so, weil wir hatten ja gesagt, Langzeitspaß. Ne? Genau, alles gut. Aber die Tür aufgelassen, weißt du? Ich brauche vor allen Dingen eine passende Fläche noch. Muss ich mir noch raussuchen. Aber dann werden wir natürlich das Logistikzentrum auch nochmal schön zusammenbauen. Und liebe Zuschauer, ich werde auch. Ich habe schon auch noch vor, wir haben vorhin drüber gesprochen, über den Bau und Hofbau und Landscaping, dass es viele nicht machen. Ich habe mir überlegt, Andreas, ich mache nochmal ein neues Format, in dem ich mit den Gebäuden, die ihr habt, mit den Sachen, die ihr habt, an 2, 3, 4, 5 verschiedenen Stellen hier auf der Karte Höfe mal zusammenbaue. Und das mache ich dann in den Videos. Und wenn entsprechend viele Leute die haben wollen, dann würde ich dann die Safe Games dazu zum Download stellen, damit sie sich einen Hof machen können. Was hältst du denn davon? Kannst du gerne machen. Wir hatten ja eh schon mal drüber gesprochen. Mehr so am Rande, aber ja, warum nicht? Ja. So. Dann, liebe Zuschauer, das ist gut möglich, dass wir das genauso mal machen. Schreib es gerne rein und dann werden wir sicherlich auch irgendwann ein Logistik-Safe-Game machen, wo das mal alles schön zusammengebaut ist und zusammengestellt ist und wo ihr das entsprechend nutzen könnt. Auch das werden wir mal machen. Ich glaube, du hast ja gerade schon gesagt, Andreas, es haben viele da nicht so das Händchen oder die Lust oder die Muße zu und die wollen wir natürlich trotzdem auch abholen. Ja, natürlich, klar. So. Soll es ja auch geben. Genau. Ja, also komplett neues, also 2 neue Logistik-DLC-Varianten wird es zum Download geben. Ist halt dem geschuldet, ich kann. Ich weiß, bei Giant sind die Produkte wie Badewanne oder so alle in der Filter-Kategorie Product. Die kann ich aber nicht nutzen, weil dann habe ich auch Paletten aus dem Standardspiel mit drin. Ja. Und deswegen musste ich das umschreiben und aber auch da würde es dann mit diesen Filthypes, die jetzt aus dem Platinum-DLC sind, knallen. Also es knallt nicht wirklich, aber du hast dann halt so 15 Zeilen in der Lok, die halt gelb markiert sind, ja, mit Warnings und das möchte ich halt vermeiden. Und deswegen habe ich gesagt, ich schreibe eine Version Platinum, ich schreibe eine Version ohne Platinum und wer was haben möchte, kann sich's runterladen. Es ist ja nicht so, dass... Und wer zum Beispiel jetzt noch kein Platinum hat, entscheidet sich irgendwann dafür, lädt sich dann halt das andere noch runter. Ne? Dauerhaft da. Und unsere Webseite ist ja jetzt auch richtig, richtig safe. Genau. Alles doppelt abgesichert. Doppelt und dreifach. Doppelt und dreifach, ja. So, bitte. Damit nichts mehr passiert, spiegeln wir das Ganze täglich auf eine andere Platte, also ne, eigentlich sekündlich. Und damit gar nichts mehr passieren kann, wird jeden Sonntagnacht noch eine Sicherung auf eine ganz andere Platte gemacht. Ja, also wie gesagt, wir gehen jetzt auch wirklich auf Nummer sicher, weil wir haben echt gelernt. Die Panik war groß. Nicht nur bei euch, bei uns auch. Wir konnten ja vieles retten. Also hier und da gab es mal einen Fehler in einem Download. Aber es ist doch alles gerettet. Also das ist auch fast alles da. Also jetzt mal bitte. Das ist noch mal glimpflich abgegangen. Das hätte schlimmer ausgehen können. Oh ja. So, ne? Bitte, also User-Daten, fast die komplette Filebase wieder da, bis auf wenige Ausnahmen. Ist doch alles super. So, aber wir sind durch, ne? Ich guck mal eben rum. Ich genieße noch mal ein bisschen hier die Sonnenaufgangsstimmung an dem schönen Morgen. Ach, warte mal, Mario. Ich muss noch was bauen für dich. Ich weiß, du kannst nicht ohne. Ja, bitte! So. Ne? Das ist hier irgendwie, nein. Wir hatten genau mit dem Spielstand angefangen zu testen und klar rutschen dann hier und da mal so einzelne Sachen durch und aber den Mast, den wollte ich ihm jetzt noch gönnen. Ne? Ja. Hervorragend. Gut, ja, vielen Dank, Andreas. Und natürlich auch an dich, Matthias, dass du mitgetestet hast. Vielen Dank dafür, dass das Logistik-DLC jetzt hoftauglich ist und auch noch doppelt hoftauglich ist.
Ja, also es gehört hier halt hin. Das Cargo-System wird hier sicherlich von vielen verwendet und natürlich gehört dann auch das Hirschfeld-Logistik-DLC dazu. Ich weiß, dass viele darauf gewartet haben, dass es auch kommt, dass viele auch gesagt haben, ja, warum ist es nicht vorplatziert oder es gehört ja irgendwie dann dazu. Jetzt könnt ihr es platzieren und wir werden da schöne Stellen für finden, wird schöne Vorschläge für geben, auch in Zukunft, dass ihr das entsprechend nutzen könnt. Ja, ich mehr als Danke sagen kann ich nicht. Dann könnt ihr noch ein Abschlusswort sagen. Geh doch mal auf die Knie, los, runter mit ihr. Okay, okay, ich mach das. So. Tiefer geht nicht. Ja, alles gut. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Nee, wir haben nichts mehr zu sagen. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß damit. Ich hoffe, es ist euch zeitnah genug, so kurz nach der Veröffentlichung. Aber jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen Zeit. Jetzt muss ich erstmal wieder in mich gehen. Es wird ein bisschen dauern, bis neue Mods kommen. Wir machen dann jetzt Frühjahrspause. Nein, wir machen keine Pause. Wir müssen uns ja auch noch um die ganzen Meldungen zur Map kümmern. Aber jetzt wird es halt auch erstmal ein bisschen dauern, bis wieder was kommt. Und jetzt ihr werdet es merken, spätestens wenn wieder ein Mario-Video irgendwo erscheint, könnte es sein, dass wir da noch dabei sind. Manchmal passiert das, ja. Das passiert manchmal. Okay. Gut, liebe Zuschauer, dann ihr wisst, was ihr in die Kommentare zu schreiben habt. Da haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen. Ne? Und natürlich auch ein Danke. Tut auch nicht weh. Meine Oma kostet auch nichts. Das ist auch das Schöne daran. Und da kann ich nur sagen, ne, auf die Plätze, fertig, Download. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade. Tschüss.